Hallo und willkommen, liebe Freunde, bei Spirit Leben mit Stil. Alles fügt sich und erfüllt sich, die Sinnfrage im Alter. Darüber sprechen wir heute, aber Sie werden schnell merken, das ist ein Thema, das keineswegs nur für die ältere Generation interessant ist, sondern gerade auch für Menschen mittleren Alters, selbst für junge Menschen. Und das wird uns heute auch unser Gesprächsgast sagen, Dr. Elisabeth Lukas. Ich freue mich sehr, dass wir bei Ihnen heute wieder zu Gast sein dürfen. Sehr gerne. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich und auch die Zuschauer sehr herzlich. Für diejenigen unserer Zuschauer, die Sie noch nicht kennen, Sie sind eine der renommiertesten Psychotherapeutinnen im deutschen Sprachraum und Sie sind besonders eine Vertreterin der Logotherapie, eine bestimmte Richtung der Psychotherapie, die von dem berühmten Viktor Frankl begründet worden ist. Man kann sie selber nicht, aber andere können sie als seine Meisterschülerin bezeichnen. Frau Dr. Lukas, wenn Sie uns ganz kurz die Grundgedanken der Logotherapie vorab einmal vor Augen führen. Ja, ich hatte also das große Glück, bei Herrn Professor Frankl studieren zu können und habe sehr, sehr viel von ihm gelernt. Er war überzeugt, dass es für die seelische Gesundheit von Menschen wichtig ist, dass die Menschen auf ihrer Suche nach Sinn fündig werden, dass sie einen Sinn finden in ihrem Leben oder immer wieder neu einen Sinn finden in ihrem Leben und auch diesen Sinn erfüllen können. Er hat ein Konzept entwickelt, wenn wir die Zeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einteilen, das so aussieht, dass er sagt, unsere Zukunft enthält eine reiche Palette an Möglichkeiten. Gute, schlechte Möglichkeiten, sinnvolle, sinnwidrige und dergleichen mehr. Und in jedem Augenblick der Gegenwart holen wir uns eine Möglichkeit aus diesem großen Pool der Möglichkeit der Zukunft heraus und diese Möglichkeit verwirklichen wir in der Gegenwart. Das heißt, wir verwandeln sie von einer Möglichkeit in ein Stück Wirklichkeit. Und da sind wir ja schon mitten in unserem Thema, ja. Denn wenn ich jetzt ein gewisses Alter erreicht habe oder ja. Je älter ich werde, desto weniger Möglichkeiten habe ich ja, ja. auch und darum ja auch weniger Möglichkeiten, Sinn zu verwirklichen. Ja. Ist das so? Die Zukunft wird im Laufe des Lebens kleiner werden, die wir vor uns haben, nicht? Ob es wirklich viel weniger Möglichkeiten sind, das ist auch relativ. Es kann auch sein, dass ein junger Mensch weniger Möglichkeiten hat, krankheitsbedingt zum Beispiel. Aber der Bereich der Zukunft schrumpft im Laufe unseres Lebens und der Bereich der Vergangenheit wird größer beim Älterwerden. Und die Vergangenheit ist nicht leer, sondern die ist gefüllt mit dem bereits Verwirklichten, mit dem, was wirklich wahr geworden ist. Die Möglichkeiten, die wir verwirklicht haben in unserem Leben, sind als ein Stück Wirklichkeit hineingekommen in unsere Lebensvergangenheit. Aber das ist ja jetzt weg. Und das sagt ja mancher ältere Mensch, ja, ich habe jetzt ja ein langes Leben hinter mir, aber das ist ja jetzt eben alles Vergangenheit, das ist nicht mehr da, das ist erledigt. Und ich habe nur noch so wenig Zukunft. Und macht denn da das Leben überhaupt noch Sinn? Ja. Ist das die richtige Art, die Dinge zu betrachten? Darüber könnte man diskutieren, ob es weg ist oder ob es geborgen ist, nicht in der Vergangenheit. Angenommen, eine Krankenschwester hat 30 Jahre Dienst am Krankenbett gemacht und hat das auch gerne gemacht und den Patienten zugewandt gemacht und sich sehr bemüht um ihre Pfleglinge. Und nun diese 30 Jahre, die sind, Sie sagen, weg. Man könnte auch sagen, die sind gelebtes Leben. Man könnte sogar sagen, niemand nimmt dir diese 30 Jahre mehr weg. Nicht einmal der Tod. Wenn sie jetzt tot umfallen würde, könnte der Tod nicht zunichte machen, diese 30 Jahre, sondern er könnte auch nicht machen, dass es nur 28 waren oder 22, sondern es bleibt in der Wahrheit so, wie es gelebt worden ist. Also es bleibt eigentlich ewig wahr, dass diese Krankenschwester 30 Jahre engagiertes Dasein für ihre Patienten gelebt hat und in die Welt gebracht hat und keine Macht der Welt wird es mehr aus der Welt herausschaffen. Das, was vergänglich ist, sind eigentlich die Möglichkeiten der Zukunft. Denn wenn diese Krankenschwester noch weiterarbeiten möchte, vielleicht noch 10 Jahre, das weiß sie nicht. Es kann sein, dass etwas dazwischen kommt und sie nur noch 2 Jahre hat oder nur noch 2 Monate. Alle Möglichkeiten der Zukunft
sind vergänglich, sie sind verlierbar, sie können verloren gehen. Aber die 30 Jahre gelebtes Leben, da kommt keine große Schere und schneidet es aus der Wahrheit heraus. Das ist ein sehr tröstlicher Gedanke, jedenfalls für die Menschen, die in ihrer Vergangenheit viel geleistet haben, viele, wollen wir mal sagen, viel Sinn verwirklicht haben, ein sinnvolles, erfülltes Leben gehabt haben. Ja. Aber nun wissen wir ja, es bleibt eigentlich jeder hinter seinen Möglichkeiten zurück. Und das ist ja etwas, was einen im Alter dann doch belasten kann. Man weiß ja, die Zukunft ist nur noch kurz. Ja. Man weiß gar nicht, wie kurz sie ist, aber man ist vielleicht auch krank. Man hat auf jeden Fall die Kräfte haben nachgelassen. Und ich weiß jetzt genau, ich kann das und das, was ich eigentlich hätte machen sollen oder gern gemacht hätte, was meine Aufgabe gewesen wäre, ich kann das nicht mehr machen. Wie gehe ich denn mit so etwas um? Ja, ich möchte hier gerne ein sehr berühmtes Gleichnis von Professor Frankl erzählen. Er hat die Vergangenheit, also dieses Stück Wirklichkeit des gelebten Lebens, hat er mit einer Scheune verglichen, in die Korn eingefahren wird. Also dieser Erntevorgang ist die Gegenwart. Das Kornfeld, das sind die Möglichkeiten der Zukunft. Und in der Gegenwart holen wir in einem Erntevorgang immer Korn oder auch Unkraut manchmal von dem Kornfeld und führen es in die Scheune hinein. Er hat so einen schönen Satz gesagt, in der Vergangenheit ist nichts unwiederbringlich verloren, sondern alles unverlierbar geborgen. Und Sie fragen nun, was ist mit Menschen, die sagen, ach, so viel gutes Korn ist gar nicht in der Scheune, mir gefällt das gar nicht, was da drin ist, oder da ist eine Menge Unkraut, nicht? Das ist jetzt Ihre Frage. Ja. Zunächst muss man sagen, dass viele Menschen übersehen, was sie eigentlich an guten Korn eingebracht haben. Also, dass vieles gar nicht wertgeschätzt wird, was doch wichtig war und sinnvoll war in ihrem Leben, weil sie es nämlich für selbstverständlich halten. Wenn eine Mutter vier Kinder großgezogen hat und die vier Kinder sind alle was geworden, und dann sagt sie vielleicht, ach, ich war nie berufstätig, ich habe nichts geleistet, ich habe nichts gemacht. In Wirklichkeit hat sie vier Kindern ins Leben hineingeholfen und das ist eine große Leistung. Das ist eine wunderbare Ernte in ihrer Scheune, nicht? Oder wenn ein Handwerker Tag für Tag in die Arbeit gegangen ist und brav und treu seine Arbeit gemacht hat und sich bemüht hat und seine Familie damit erhalten hat, das ist etwas, das ist wertvolles Korn in der Scheune. Er hätte ja auch von Diebereien leben können oder einfach krank spielen können und so weiter. Also viele schätzen gar nicht das und man muss es ihnen zu Bewusstsein bringen, was die wirklich großen, die reiche Ernte, die Schätze in ihrer Schatztruhe des Lebens, die Ernte in ihrer Scheune drinnen ist, dass sie es nicht übersehen. Ja, nun sagen Sie aber, mit Recht, man bringt ja nicht nur das Korn in die Scheune, sondern auch Unkraut. Mhm. Man hat ja in seinem Leben auch Schlechtes gemacht, hat Schuld auf sich geladen, hat vielleicht fürchterliche Fehler gemacht, die man nun nicht wieder gut machen kann. Ja. Und man sieht dem Lebensende entgegen und denkt, jetzt muss ich mit all dieser Schuld, mit diesem Versagen, mit diesen Fehlern, mit dem Unfrieden, den ich gestiftet habe, muss ich also die Reise wohin auch immer antreten. Wie kann ich mich denn dazu einstellen? Nun, im Gleichnis ist es so, wir können das Unkraut aus der Scheune nicht mehr herausholen. Nicht? Was gelebt worden ist, ist gelebt worden. Wir können aber immer noch ernten, bis zuletzt. Und wir sagen, wenn jemand nicht zufrieden ist mit dem, was in seiner Lebensgeschichte oder Vergangenheit da war, dann nichts wie raus aufs Feld und noch gutes Korn nachholen. Uns drauflegen auf dieses Unkraut, was drin ist. Und jeder Mensch, auch ein alter Mensch, ein kranker Mensch, ein pflegebedürftiger Mensch, hat immer noch irgendwelche gute Kornbüschel draußen auf dem Feld stehen. Und das Scheunentor dreht sich langsam, nicht? Wenn es aufs Sterben zugeht, wird es sich mit dem Tod schließen. Aber bevor es sich schließt, noch alles zu holen, ein liebevoller Gedanke, eine Versöhnung mit jemandem, ein guter Abschied mit jemandem, ein bisschen Bereuen von Schuld, eine große Dankbarkeit für das, was einem geschenkt worden ist und ein Vorbild sein für die nächste Generation, die ja auch einmal alt wird. Das sind solche Schätze.
holen vom Feld und einführen in die Scheune. Und dann kann ein Mensch das absegnen, was da drin ist, und mit seinem Leben zufrieden sein.